down, pillow, talking with a friend. So, okay. Hallo, fängt an. So. Ja, ich bin so, du geredet über Seele und so weiter, gell? Ja. Aber es gibt so viel schon, über die wir reden können, zum Beispiel. Man sagt, dass göttliche Lebewesen die Ägypter geholfen haben, die Pyramiden zu bauen. Deswegen. Was so? Pyramide? Da habe ich mal vorhin gerne ein Meme gesehen. Mach etwas so gut, dass die Menschen in der Zukunft glauben, Aliens haben das gemacht. Verstehst du? Also es ist ein Motivation yeah. Meme. Aber stell dir vor, der Art ist so, ich mein, im Endeffekt waren es so Tausende von Sklaven, die das machen. Yeah. Müssen so eine Theorie, was kann yeah. was. Aber so. Na, aber ich hab so viel von History Channel so gesehen, ja, Aliens haben das und das gemacht und bla bla bla. Wo ich noch so denke, wie lange, Alter, ich muss jetzt googeln, wie lange ist das her? Wann wurden die Pyramiden gebaut? Wie lange ist das her? Was schätzt du jetzt? Ich sag 5000 Jahre. Boah. Echt absolut keine Ahnung. Also, ich hab's angeschaut, aber ich kann mir nicht. Ich sag ja 4000, 5000. Vor Christus. Oder? Mhm. Also 5000 Jahre waren es von jetzt weg. Also 3000 vor Christus. Oder? Ja, sagen wir so. Ja, ich soll warte, ja. Wann wurden die Pyramiden gebaut? Wofür? Oder nach Christus, ne? Boah, jetzt bin ich grad. Siehe da irgendwann, wann das gemacht wurde? Vor oder nach Christus? Baugeschichte. Vor, oder? Vor 2005, warte. Ja, 2500 vor Christus, also bin ich sehr gut dabei. Ja. Also eh, voll gut, hab ich gut geschätzt. Ja? Ja. Okay, das heißt, also sagen wir einfach 5000 Jahre. Klingt gut. Dann schaut ihr, okay, 4500, egal. Sagen wir 5000 aufgerundet, klingt gut. Ja. Vor 5000 Jahren, vor allem, ich hab schon einmal von irgendeinem YouTuber gesehen, da drüben war und so, das gebloggt hat. Die Ziegelsteine sind so fett. Hm. Wie wollen es bitte. Wie viele Menschen erstens wie will man das machen? Zweitens, die sind perfekt in einer Linie gebaut wie die. Wie die Sterne. Nein, genau die Sternzeichen. Ja, ja, ich weiß ja. Oder von den Planeten, von irgendeiner bestimmten Planeten. Sind das ein Sternzeichen? Ja, die sind perfekt auf der Linie ja. gebaut. Wie die Sterne, also bestimmte Sterne, ich weiß jetzt nicht welche. Ja, die Sterne, aber die Sterne bleiben die für immer da. Ich meine. Na, ist es nicht so, dass das irgendwie alle paar Jahre genau wieder drüber ist? Oder die Sonne, mit der Sonne ist auch irgendwas, wo die Sonne genau scheint. Was, warum, also man sagt, dass göttliche Lebewesen, was 2-3 Meter groß waren, die Ägypter weiterentwickelt haben. Ja. Weiterentwickelt. Ja, ich weiß, was du meinst. Und, ja. und auch mit Mitteln geholfen haben. Ja. Und man sagt, dass es für diese, ich weiß jetzt nicht, wie man diese göttliche Lebewesen auf Deutsch nennt. Jetzt habe ich es auch leider auf Italienisch vergessen. Aber die haben. Englisch? Die haben einen eigenen Planet. Ja. Die brauchen Gold, um ihre Erde aufzuwärmen. Weil die Sonne so weit weg ist, dass ja. sie halt Gold brauchen. Ich weiß nicht, wie sie. Wie das wenn sie Gold brauchen, mein Uhr, falsches Gold. Na, aber sie brauchen einfach Gold, um die, ihre Erde warm zu halten. Weil die sind so weit entfernt von der Sonne. Mhm. Diese Aliens, diese 3 Meter diese großen. 2-3 Meter große ja. Lebewesen, die ziemlich ähnlich ausschauen, wie sie halt abgebildet sind. Weißt du? Ja. Aber die das Menschen. Ist ja witzig bei den Hieroglyphen und so. Das ist auch, dass diese ägyptischen Götter, also bla bla bla, im Gegensatz zu den Menschen viel größer sind. Das ist genau wie du es gerade sagst, so 3 Meter. Ja. Gibt es Menschen, die 3 Meter groß sind? Ich meine, okay, es gibt der größte jetzt Mann der Welt, das ist glaube ich 2,70 ja. oder so. Ja. Aber da ist ja. Der ist nicht so. So stark gebaut, das ist ein bisschen zerbrechlich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
Aber diese Götter, voll so Anubis Götter. Und so. Der Mann und die, wie heißt der? Der große Kotz, was du mit voller Song gebaut hast. Die Sphinx. Sphinx, ja, hast du es? Ich glaube, sicher. Ja, sicher. Weil auf Italienisch ist Sphinge und jetzt habe ich den Bus. Ja, sicher, Sphinx. Auf Deutsch. Ja, Sphinx, oh, sicher. Sphinx. Warte. Ägyptische Katze, Sphinx. Ist das? Aber, also, zu das kommen wir später. Du such einmal, wie das auf Deutsch heißt. Ja, Sphinx. 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 Okay. Na, warte, na. Mein Gott. Oh mein Gott. Sphinx ist in einer Katze. Hey, wie heißt denn das? Ägyptische Katze. Statue. Na, das ist das auch nicht. Was das? Na, Katzengötze. Sehenswürdigkeit, oder? Oha, ich schwöre, aber ich glaube, ich kaufe mir so eine Katze auf Amazon. Die ist voll geil, Leute. Katzen, generell, Katzen sind irgendwie von Art der Lebewesen her. Oder generell, warte, wir müssen kurz umschweifen, okay? Okay. Katzen und Hunde haben es als einzige Lebewesen auf der Welt tatsächlich geschafft. Weißt du warum? Rüdweiler. Das sind die einzigen Tiere, also Mehrzahl, also von bla bla bla, die es geschafft haben, dass der Mensch sich denen unterwirft, dass wir Hunde und Katzen dienen. Sonst gibt es keine anderen Tiere, die wir wirklich so sehr dienen wie Hunde und Katzen. Ja. Yeah. Verstehst du? Ich meine, okay, andere haben vielleicht andere Tierwesen, vielleicht so Vögel oder irgendwas oder keine Ahnung, Tarantula, Schlangen, gibt's alles, gell? Aber Hund und Katze ist sozusagen dieses 0815 Haustier, was jeder hat, gell? Ja. Und vor allem Katzen, weil wir gerade über Ägypten reden, und in Ägypten wurden ja Katzen immer als heilig angesehen. Ja. Und ich glaube, Katzen, früher waren ja die Katzen so Löwen, also Babylöwen wahrscheinlich und so, bla bla bla. Ja. Und ich glaube, die Katzen haben dann einfach nach der Zeit gelernt, dass die Menschen denen alles geben, was sie wollen, und die werden auf jeden Fall so gestreichelt, so. Beste Leben, ich weiß, wenn die Katze war, die war gern so Katze von einer 80-jährigen Oma, bist du dick, ich geh mal essen, mach schon mal ein bisschen Leben, weißt du. Und ich glaube, dass die Katzen einfach so nach der Zeit, hat also eben mit Ägypten so angefangen, weil für denen war es eine Art Gottheit sozusagen, Gott als Lebewesen auf der Welt. Katze, gell? Genau, die Katze. Du willst weiter, dann sag ich da etwas über diese Sphinx, was du ja, ja. Meinst. Oder ich kann auch, wie die Statue hast. Ja. Und, die Katzen von heute, die leben das beste Leben der Welt. Bist du Babykatze, bist du Angst am Anfang, so Menschen, okay. Und dann merkst du gleich so, okay, was macht der Mensch, das ist, wenn er eine neue Babykatze bekommt? Streichelt, gibt Essen und hört nie wieder damit auf. Und die Katze weiß ganz genau, die kann eigentlich fast alles machen, was die will. 8 Stunden ist der Mensch am Tag nicht da, tut das spülen, kratzen, geht vielleicht den Hund in der Nachbarschaft ärgern oder so. Was ist immer? Nein, verstehe, okay. Aber wieder über die Sphinx oder wie auch immer die heißt, gell? Ja. Man sagt, das ist nicht eine Abbildung von einer, weil die hat so ein männliches Gesicht, also so. Nee, war es so leicht. Warte, ich muss googeln, wie das heißt. Red weiter, ja. Ja. Und wenn du das, dir das genau anschaust, im Gegensatz zum Körper, ist der Kopf viel, viel kleiner. Es schaut so aus, als ob es einfach keinen Sinn hat. Warum ist der Körper so groß und der Kopf so klein? Weißt du, was ich meine? Man sagt, dass es erst ein Kopf von einer Löwe war. Also von einem Löwe. Ja. Der dann durch eine Art, weiß nicht, ob es ein starker Regen war oder über, ich glaube, über Noé. Was hast du auf Deutsch, Noé? Ich weiß gerade gar nicht, von was du redest. Der eine. Alter, wie soll ich noch den googeln? Ah, da. Ja, okay. Große Sphinx von Gizeh. Da. Das meinst du, gell? Mhm. Ja. Große Sphinx von Gizeh. Gizeh. Die Gizeh. Okay, ja. Na, okay, wenn du sagst, jetzt ist eh da. Das ist ein Menschengesicht, ja. Menschengesicht. Und man sagt zuerst, es war ein Löwe. Der Kopf eines Löwe, der dann durch. Warte, sorry da gleich.
Aber weißt du, was mir auch wundert, gell? Pyramiden. Hm. Wer ist auf die Idee gekommen, so ein Dreieck, Pyramide zu designen? So, was hat der Designer gesehen oder konnte, wie der heißt? Louis Vuitton. Sich dabei gedacht, so. Ich meine, vor 5000 Jahren gab es so irgendwas Pyramidenartiges, was du so normal benutzt, das Werkzeug. Na, aber ich glaube, das war die Idee dieses göttlichen Lebewesen, weil die haben ja Gold gebraucht. Und dort haben sie ja Gold, weiß ich nicht, wie sie Gold entdeckt haben. Vor allem. Aber dank der Hilfe dieser Ägypter, ja, haben sie dieses Gold zu ihrem Planeten mit ihren, transportiert ja, mit ihren, ja, weiß ich nicht, was für ein Raumschiff gehabt haben. Pyramiden halt. Pyramiden. Und die haben diese drei Pyramiden so benutzt als Flugplatz, mhm, also als Flughafen, damit sie immer dort landen können. Weil man der Planet, ja, der Planet nähert, sagen wir so, nähert sich jede, weiß nicht wie viele Jahren, ich glaube jede 5000 Jahren nähert sich dieses Planet an unserer Erde im Sonnensystem. Aber, also nähert ist jetzt... Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja, aber näher als normal. Dass wir ihn sehen können. Ja, ja. Und das ist sogar immer bald. Oh mein Gott. Ja. Schöner... Also, ich glaube, du bist sicher, genauso wie du denkst, du glaubst sicher, dass es außerirdisches Lebewesen gibt, gell? Ja. Also Aliens und so. Mhm. Was glaubst du, wie Aliens sein werden oder sind? Glaubst du, also ich glaube so, wenn es Aliens wirklich gibt und es gibt rein theoretisch eine Vollfülle, Bestätigung ist so, dass Aliens schon da waren, UFO, Sichtungen, mhm, so bla bla bla. Fülle sind fake, Fülle kann man nicht beweisen, dass sie fake sind. Und wenn sowas wie das in Ägypten stimmt, geht, dass so Aliens haben als Golf, glaube ich, die Aliens sind einfach so richtig viel intelligenter, ja, als wir. Aber die kommen nicht auf die Erde mehr, weil der Mensch an sich richtig dumm ist. Bestes Beispiel, Trump in Amerika. Startet einfach vor dem dritten Weltkrieg und sowas. Ja, stell dir vor, es gibt so viele Filme über Aliens. Was passiert, wenn jetzt wirklich von heute auf morgen so UFO irgendwo landet? Was wird passieren? Da werden sie sicher erst alle Armeen hinschicken. Als erstes, bevor sie nur eine einzelne Person hinschicken und zu fragen, ja, kann man helfen. Habt ihr euch verirrt? Mond ist ein Stück weiter so. Ja, ich glaube als erstes, die Menschheit wird sicher als erstes eine richtige Riesenarmee dorthin schicken, bevor sie nur eine Person dorthin schicken und fragen, was los ist. Sicher. Ja. Und da gibt es auch die ganzen Memes. Das passiert in April. Was passiert im April? Das, was du gesagt hast. Ah ja, stimmt, genau. weil jetzt im Januar, dritter Weltkrieg, dann Australien, Wildfire, jetzt Corona, jetzt im März, 80% der Menschen stirbt aus. Und jetzt im April Aliens. Boah. Oder stell dir vor, was 2020 für Welt, für die Geschichte. Stell dir vor, die Kinder in 80. Stell dir vor, die Kinder in 80 Jahren müssen so einen Geschichtetest machen über Jahr 2020. Schreib alles, was passiert ist. Pro ein Stück, was du vergessen hast, minus 10 Punkte. Und auf einmal keiner besteht, weil in diesem Jahr alles passiert ist. Recht. Allein dieses Jahr erreiche ich vielleicht die 1 Million Abonnenten. Abonnieren. Oh, Mann. Wenn der YouTube, also wenn man einen YouTube-Kanal hat, und dann man stirbt, der YouTube-Kanal bleibt. Genau, ja. Du musst immer Abonnenten. Und auf deiner Karte hast du immer Geld. Ja, na, was passiert? Also. Zum Beispiel, Iblali, kennst du noch den? Sag mal was. Okay, ja, egal. Auf jeden Fall, der hat jetzt einen anderen Kanal, macht nichts mehr auf Iblali. Das war früher einer der größten YouTuber. Mit über 2, irgendwas Millionen Abonnenten. Hat den aber aufgehört und benutzt nochmal seinen Hauptkanal. Aber auf seinem alten Kanal, wo er schon seit über ein Jahr keine Videos mehr hochgeladen hat, macht er täglich noch an bis 2000, monatlich noch an bis 2000 Euro, weil sich viele noch seine alten Videos anschauen. Einfach aus Nostalgiegründen, weil die Videos einfach echt unterhaltsam sind, gell? Ja. Und mit so einem Hauptkanal, mit dem, was er jetzt immer betreibt, so 7 bis 10.000 Euro monatlich. Gell? Ja, man muss halt denken, Hälfte geht an Schwein weg. So. Ja. Ja, aber trotzdem viel Geld. So. Ja. Vor allem ein Kanal, wo du nichts mehr machst, kriegst du 1.000 bis 2.000 Euro monatlich.
Das ist schon gut. Ich glaube, wenn einfach irgendwer stirbt, ein YouTuber, das geht dann einfach an den Nächsten in der Familie, so Erbe oder so irgendwas, was, wenn das Geld trotzdem weiterkommt. Ich glaube nicht, dass das... Okay, wenn er forever alone ist, wird sich der Staat das Geld einsammeln, sicher, aber... Ja. Okay, Aliens, zurück. Aliens sind wieder da. Aliens. So, wo sind wir stehen geblieben? Glaubst du, Aliens sind schlauer, intelligenter? Ich glaube, also es ist eigentlich bewiesen, dass wir einer der dümmsten... Also ich schau, wie wir mit unserem Planeten umgehen. Ich meine, in der Galaxie sind. Ist sicher. Ich meine, bewiesen ist es nicht, weil wir kennen keine anderen Lebewesen. Offiziell nicht. Ich würde aber nur gerne wissen, wie groß verdammt unsere Galaxie ist. Weil Alter, ja. Gibt es Milliarden von Galaxien. Ja. Und die denken mir jedes Mal immer so, wenn was? Bezirk 1, dies, Bezirk 2. Diese geilen Abende, wo du mit Freunden... also so Lagerfeuer oder irgendwas und dann legt man sich einfach irgendwann hin und schaut nur in den Sternenhimmel und dann denkst du so in diesem Moment, normal denkst du nie drüber noch, aber in diesem Moment siehst du alle Sterne, du schaust so rauf und denkst dir eigentlich, oha, jeder dieser einzelnen Sterne könnte ein Planet sein, wo es sicher irgendwas gibt, vielleicht so Aliens, wie nur so kleine so Kakerlaken oder irgendwas, aber Alien-Kakerlaken, gell? Und du musst halt vorstellen, das, was da leuchtet, ist alles nur das, was die Sonne das spiegelt das Licht der Sonne drüber. Stell dir vor, was ist auch viel weiter dahinter? Alles, was nicht beleuchtet wird. Es gibt ja noch weitere, viel mehr. Gibt es andere Sonnen? Gibt weitere Sonnen. Stell dir vor, also es gibt sicher genug Sachen, die genau diese Kriterien erfüllen, so wie wir da zum Leben. Stell dir vor, es gibt Aliens, die brauchen keinen Sauerstoff, so wie wir zum Atmen, sondern die brauchen gar nichts oder so und kommen vielleicht deswegen nicht auf die Erde, weil das für sie sozusagen giftig ist. Aber das, was ich ja richtig unnormal finde, ist, wir haben Planeten entdeckt, die Lichtjahr, 1000 Lichtjahre entfernt sind. Egal, ich weiß jetzt nicht, wie schnell der Raumschiff weitergeht. 1000, mal sehen, wie viel kmh, gell? Egal, die sind voll schnell, gell? Aber du brauchst trotzdem, was ist 100 Jahre, zu dem Planeten hinzukommen? 100 Jahre, du musst ein ganzes Leben. Ja, es gibt so Ideen, wie man sowas machen will, dass man dort hinreist. Also entweder so, du fliegst dort mit Kindern hin oder du machst Kinder während des Fluges. Weil ich glaube noch nicht, die Idee gab schon davor, dass man Menschen einfriert. Weißt du, so, dass es so für Standby 40 Jahre so chillst und dann wieder aufwachst. Wie Captain America. Genau, so ungefähr, ja. Ich glaube, das ist sicherlich nicht möglich, weil der Körper altert, muss irgendwie altern. So. Mhm. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man einfach so an Menschen so einfrieren kann und der Körper einfach 40 Jahre nichts macht. Irgendwann wird es der Mensch versuchen. Ja, irgendwann wird es wahrscheinlich sogar möglich sein. So. Schau dir vor, weißt du, was das Interessanteste ist, gell, bei der Technik? Was? Menschheit, ich weiß nicht genau, wie lange es die Menschen gibt, sagen wir 100.000 Jahre, kann das sein, mehr oder weniger, sagen wir einfach 100.000, seit 100.000 Jahren gibt es schon Menschen, gell? Ja. Technik, erst so richtig, erst vor 500 Jahren und jetzt in den letzten 50 Jahren, wenn du so denkst, die Technik, gell? Auf einmal boom, auf einmal, gell? So ein Handy, was du da in der Hand hast, gell? Das war halt vor 30 Jahren undenkbar. Vor 30 Jahren gab es gar noch keine Handys. Also diese dicken, fetten war es so, wo du einen Koffer tragen musst fürs Handy. Was wird in 10 Jahren sein? Was wird in 20 Jahren sein? Ja. Stell dir vor, was es alles geben wird. So Argument Reality, so mit der Brille siehst du alle Informationen, du brauchst kein Handy mehr, du kannst da alles drüber machen, so du mit den Augen schaust überall hin, was du alles brauchst, so ja, WhatsApp und so bla bla bla. Oder dass du einfach alles so wie bei Black Mirror alles noch ein paar Gedanken steuern kannst. Verstehe. Aber was du jetzt gesagt hast, ist eigentlich voll spannend, weil unsere Intelligenz ist von 0, wo diese echt alten Handys gab, auf von 100% gesteigert. Ja. Yeah. Und davon hat sich alles verwandelt. Wie? Warum? Einfach so. Ich finde auch, das ist so zart, da so Menschen sind schon schlau. Ja. Nur wie sie handeln, ist dumm. Okay. Sowas wie, es werden
pro Sekunde 5 Fußballfelder an Bäumen im Amazonas oder so abgehackt für Papier und so weiter, gell? Mhm. Ich meine, wenn wir haben so viele Handys zurzeit, wenn jede Universität, jedes Büro noch mehr auf iPads oder so rumsteigt, muss nie wieder Papier benutzt werden. Ja. Ich meine, da ist halt die Frage, wie schädlich ist so ein Handy für die Umwelt, wenn man es macht, so. Mhm. Also Metalle und alles und was man da alles braucht, Batterien und so, gell? Irgendwann wird es auch kaputt gehen. Ja. Aber, ich meine, so, der Mensch ist ja voll schlau, alles, was wir schon erfunden haben, was das Leben vereinfacht und bla 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 und Medizin und alles, gell? Aber generell so, diese normalen Sachen, dort denken kann, also Mülltrennung, mach ich nicht, für was soll ich das machen, gell? Und dann wundert man sich, wenn man einen Fisch kauft, einen frischen Fisch, gell? Und man fragt, ob man einen Plastiksackerl dazu haben kann und der Fischer zu dir sagt, ja, Plastiksackerl ist schon im Fisch. Verstehst du? Ja, wundert man sich, ist das Plastiksackerl, was sie nie... Hast du hier aber Plastiksackerl in einem Fisch drin? Ja, Mann. Hast du aber Plastiksackerl gekauft, nicht ein Fisch? Genau. Alter, ich weiß nicht, in welchem Land verkaufen sie ein Stück Toilettenpapier für 4000 Euro, aber dazu kriegst du einen Diamantring gratis. Ja. Ja. Das ist aber eine geile Idee eigentlich. Das ist echt voll eine geile Idee. Das habe ich gerade letztens voll viral gegangen auf Neingang und überall. Das ist eine voll coole Marketing-Idee. So. Ja, sicher. Ja. Es ist dumm und die Leute kaufen. Ja, und genau deswegen geht es überall ins Internet und irgendwie wird es sich kaufen. Ja. Jemand, der das Geld hat, wird sich denken, ich will den haben, just for the flex. Was? Einfach für ein Meme. Ja, man hat schon gedacht, dass das sowas zu verkaufen war, schon geil. Einfach irgendwas Dummes, was eigentlich flexen kann. Ja. Und lustig ist. Zum Beispiel, auf Amazon gibt es was, also es, du kaufst nichts. Und 20 Euro kaufst du einen Karton, wo Platz ist für eine Kugel und in dem Platz ist nichts. Und das kannst du deiner Freundin schenken, da zum Geburtstag zum Beispiel. Du gibst einfach einen Karton. Oder, okay. So. Jetzt muss ich über was reden, gell? Warum der Mensch dumm ist. Richtig dumm. Wow. Immer, wenn ich irgendwas kaufen will. Chips, Süßigkeiten, egal was, gell? Erstens bei Chips, so viel Luft, wenn du so denkst, man könnte einfach die Verpackung kleiner machen und du sparst da pro Chipspackung 40% an Material, also an Müll. Ja. Yeah. Erstens, es wird für die Firmen günstiger. Ja. Yeah. Ich meine, mir ist es scheißegal, ob es voller aussieht oder nicht, wenn es der gleiche Inhalt ist, gell? Mhm. Wenn jetzt so oder so 100 Gramm drin sind, ist es mir egal. Das habe ich lieber, wenn die Packung kleiner ist, als wenn und mehr Müll drin okay, ist. Ja, oder, ich weiß nicht, zum Beispiel du kaufst so Milka Tender. Erstens, das ist verpackt in einer Folie, dann hast du 4 Tender drinnen und jedes einzelne Tender ist weiter verpackt in Folie. Warum macht man den gleich? Ohne Verpackung, die Inhalt drin sind. Mhm. Weil so oder so, jeder Mensch, der sich das kauft, wird alle auf einmal essen. Okay. Ich meine, ich friss gleich so eine Packung auf einmal. Und wenn nicht, dann tue ich es im Kühlschrank eine. Ich glaube, jeder Mensch, der sich so Milka Tender den Luxus erlauben kann, hat sicher einen Kühlschrank zu Hause. Jawohl. Ja, ich meine, ist halt ehrlich so. So. Bist du müde? Es ist erst 2 Uhr. Also das würde übrigens so heißen, Themen, die wir um 2 Uhr nachts besprechen. Das dauert einfach so 5 Stunden. Ja. Na, also generell so voll viele Sachen, wo du denkst, so viel Müll für nichts. Ja, ist der Mensch wieder dumm. Da ist halt wieder, das ist so diese Strategien, wie kann man irgendwas verpacken, dass es den Menschen kaufen und einfach nur damit es schöner aussieht, damit man mehr Geld macht, damit man mehr Profit hat als Firma. Ja, das ist halt irgendwie schon scheiße. Ja. Was gibt's noch? Reden wir einmal, als da vorne steht, über Corona. Ja, okay, das können wir auch machen, ne? Wenn du willst. Können wir auch machen, ne? Ja? Wie stehst du aktuell zum Thema Corona? Hast du schon leicht Bedenken? Ich bin sehr verwirrt. Ja, ich weiß einmal langsam, was ich denken soll. Am Anfang war für mich so, bei mir hat alles angefangen, so,
ich war auf 9gag und habe irgendwie so gesehen, oh mein Gott, es gibt ein Virus, ja, Corona, oh mein Gott, ja, so, just a meme, gell. Hallo, hallo Chef, ich kann heute nicht arbeiten, komm mit Corona und währenddessen trinkst du was, so, habe ich gedacht, okay, nix. Und dann ging es irgendwie so an mit, ja, China, da ein paar Infizierte mit Corona, denke ich mir, nix, gell. Und dann auf einmal, also am schlimmsten war, wo ich auf einmal so vorne, Italien, gell. Italien direkt, Österreich, Nachbarland, gell. Und dann war ich so, okay, dann die ersten Fälle in Wien. Am Anfang waren es nur 4, mittlerweile sind es über 100. Wirklich? Ja, es breitet sich so aus. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Die Inkubationszeit beträgt 23 Tage. Das heißt, du kannst schon 23 Tage den Coronavirus in dir haben, bevor du krank bist. Und die 23 Tage kannst du alle anstecken und du warst es nicht. So. Ja. Das ist wirklich komplett. Boah. Und wir haben immer noch kein Heilmittel halt. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, jedes Labor auf der ganzen Welt arbeitet gerade wie verrückt, um da Heilmittel zu finden. Ich meine, das Glück ist, was wir zwar gerade auf jeden Fall haben, ist, wir sind jung und haben kein geschwächtes Immunsystem. Ja. Wir haben kein Krebs, kein HIV, kein gar nichts, gell? Glaube ich halt. Hast du nicht? Ich hoffe nicht. Ja. Gehen wir testen. Ich hoffe, keine Ahnung, welche Bakterien, Virus in meinem Kopf. Corona. Na, auf jeden Fall, wenn es mich betrifft, so, okay, ich bin 2 Wochen krank, Quarantäne, chill, mach YouTube-Videos wie Corona, hab krieg Hype. und dann ist vorbei, weil ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn du Corona hattest, dann machen deine Blutkörper so Antikörper so und du solltest es nicht mehr bekommen. So, in Art habe ich es verstanden, gell? Yeah. Aber was halt, das spielt Black Ink, was wir nun beim 24-Stunden-Stream machen werden. Ein Virus kann sich selber mutieren. Ein Virus lernt auch selber dazu. Die Hunde sind schlau. Die Hunde sind schlau. Vielleicht sind Viren eigentlich von. Sind Viren Aliens? Ich glaube, wir, also die ersten Lebewesen, die auf der Erde waren. Ja, waren so Bakterien, Mikroben. Ja, war so. Und erst durch. Wir sind eigentlich durch Bakterien entstanden. Das ist so zart. Und die Bakterien waren als erst nur im Wasser. Und bis sie sich dann zu irgendwas, Plankton und so entwickelt haben, bis dann halt Mr. Krabs und Thaddeus da waren. Ja, und dann, so. Und eines Tages hat sich so ein Fisch gedacht, ich will schauen, was da draußen ist. Stell dir vor, genauso machen es ja die Menschen mit der Mondlandung und so. Wir haben es auch so gedacht, irgendwann einmal, ja, schauen wir mal, was so außerhalb ist. Genauso wie Fische damals irgendwann so Füße bekommen haben, haben wir halt so Raketen gemacht. Stell dir vor, irgendwann gibt es Menschen, die fliegen können. So. Mhm. Okay, das ist jetzt vielleicht zu weit hergeholt. Aber weißt du, was mich wirklich irritiert? Also die letzte Mondlandung, sagen wir 1970 oder so, gell? Bisschen spät, sorry. Oder 1990, keine Ahnung, so 1980 wahrscheinlich, genau. Warum seitdem nicht eine einzelne Mondlandung mehr besetzt? Ich meine, wenn wir so einen Elon Musk haben, gell, der über Raketen Tests so macht, gell, und noch Mars fliegen will, warum fliegt der nicht nochmal zum Mond? Und tut da die USA-Flagge runter und tut so eine Flagge mit seinem Gesicht darüber. Man sagt, dass er das ein Fake war. Ich weiß. Oder? Ich meine, es gibt voll gute Beweise, so, dass es Fake sein sollte. Ich meine, so History Channel-mäßig, so ein bisschen, das ist alles Fake und so. Mhm. Aber irgendwie glaube ich so, warum sollten sie das faken? Für was? Für was soll die US-Regierung faken, dass die Mondlandung, also dass die Mond auf dem Mond landen? Ja. Ich meine, für was? Ich meine, was ich mir vorstellen kann, das war bei History Channel so, ich glaube, das war so ein Kampf gegen Amerika und Russland, wer heftigere Waffen hat und so, gell. Und das mit Raketen so, einfach so zu beschreiben, okay, wir haben die bessere Technik und so, wir können Menschen auf den Mond bringen. Ich glaube, da könnte man schon faken, so dass Russland sich denkt, okay, I don't fuck with the war. Also ich greife lieber nicht USA an, weil die können so nach Mond fliegen, gell? Und wir können es nicht so. Was haben die sonst noch verworfen? So, was? Ja. Kennt auch eine Grundsache. Aber ja, mittlerweile weiß ich echt nicht mal, was über Coronavirus denken soll. Das ist irgendwie so, du kriegst alles mit. Jetzt werden Universitäten geschlossen. Mich hört fucking Urlaub. Ich darf arbeiten. Was? Ich bin da. Ich arbeite neben Hotels. Ich hab so viele Touristen. Aber es werden sicher Maßnahmen. Aber die werden sicher keine Lebensmittelgeschäfte schließen.